Nur wer trifft, kann richtig punkten beim ersten Streetball-Turnier in Leipzig. Mit 80 teilnehmenden Mannschaften ist der Wettbewerb einer der größten in ganz Mitteldeutschland und gespielt wird für den guten Zweck. Die Startgelder werden gespendet zugunsten krebskranker Kinder. Mir ist das letzten Sommer aufgefallen, dass da gar nichts in die Richtung war und wir wollten da einfach mal wieder was machen. Jeder, der einen Ball dribbeln kann und der auf zwei Beinen stehen kann, kann auch Streetball spielen, da die Regeln auch sehr einfach eigentlich sind. Denn eigentlich gibt es sie nicht wirklich, die Regeln. Streetball ist auf der Straße entstanden, daher auch der Name. Es geht um Spaß, nicht um regelgeleiteten Sport. Man kann einfach spielen nach Spaß und wie man Lust hat. Und dann ist Streetball auch sehr, sage ich mal, stylisch und sehr trickbezogen. Das heißt, wer den coolsten Trick macht, ist auch der coolste auf dem Platz. Im Gegensatz zum Basketball spielen beim Streetball immer 3 gegen 3 auf einen Korb. Immer wenn ein Angriff erfolgreich ist, das heißt ein Korb geworfen wird, geht der Ball an das andere Team, immer im Wechsel über 5 Minuten. Gespielt wird auf insgesamt 6 Feldern nach dem K.O.-System. So finden sich nach und nach die einzelnen Paarungen für die Endspiele. Für die Gewinner winken selbstverständlich Preise. Als Preise gibt es in den 5 verschiedenen Alterskategorien jeweils Pokale, Urkunden und Medaillen. Das wollte ich sehr klassisch halten, dass man sich in 10 Jahren auch noch daran erinnern kann, wenn man seine Medaille oder seinen Pokal anschaut. Und damit nicht genug. Die Gewinner fahren zu den deutschen Streetball-Meisterschaften nach Münster und vertreten dort Mitteldeutschland.